nicht aus, so. Dass ich irgendwo hinter der Wand einfach noch ein Loch hatte, was nicht ausgeleuchtet war. Und dass ich hinter der Wand zwei Eisengolems habe. Komm. Ja. Komm mal mit. So. Also langsam wird das hier echt nett auf unserem. Mhm. Hier, meine, du müsstest zwar mal hier in deiner Bucht die, ja, das ausräumen. Mhm. Hier hört man doch die ganze Zeit immer Geräusche, oder? Ja, ich höre zumindest mal Villager. Oh. Ja, Jungs. Ist auch nicht schlecht. Die haben es ja ganz nett hier drin. Die gespawnt einfach, weil es zu viel. Oh, hast du? Ah, nee, hast du Stein. Nee, mein Inventar, wie immer. Aber auch nett, dass die einfach dahinter gespawnt sind. Ja. Ich habe mir irgendwann mal gefragt, wo höre ich eigentlich die ganze Zeit immer das Geräusch? Also, ob das wirklich von den Villagern, die da sind, ist und dann. Und irgendwann jemand aufgegraben und mein Kinderteil gefunden. Achso, ich wollte hier oben mein Dach mal ein bisschen begrünen. Hohes Gras. Ich hätte jetzt glatt mal deine Hilfe gebraucht. Beim Bauen. Aha. Mhm. Zombie. Gleich. Ja, kein Stress. Ich muss mir eh noch ein Plätzchen suchen. Oh, okay. Ich muss auch noch mal gucken. Generell, wenn ich jetzt hier diesen Baum anfange, irgendwann mal, ich glaube, den fange ich auch so an, weil das ist echt natürlich ein Baum. Ja, du, es würde... Da hocke ich eh 2, 3, 4 Tage dran. Würde offscreen ja auch gehen. Um den Stamm anzufangen. Nee, offscreen sei schon im Stream. Okay, im Stream ist natürlich gut, dann hocke ich halt die ganze Zeit nur an diesem Baum, aber... Ja, ist ja nicht schlimm. Sonntag wäre ja eh schon wieder so weit, also bei mir zumindest. Ja, kannst ja mitmachen wieder. Okay, mitmachen, ja. Ja, bloß, ich mach sofort mit, Alter. Echt? Ich hab hier wieder eine andere Person, damit man einspringen muss. Ach so, meinst du das ja nicht, dass du wieder eifersüchtig wirst, wenn ich mit dem Hip-Hop dann stream? Genau, so. Alter, was ist das für ein Mondjump? Ich würde gern einen automatischen Ofen bauen. Ein automatischer Ofen? Ja, so ein Bracker. Die Frage ist, wohin? Weiß der dann auch automatisch mit... Mit Sachen befüllt wird, mit... Mit Bambus befüllt wird. Das hat Sache, weiß ich auch. Der hat bei sich dahinter eine Bambusfarm, was er gleich das ganze Zeit gleich einfeuert. Ja, und das habe ich mir gedacht. Und dann aber so ein Ofen. Weil wir haben noch genug. Ja, eben. Dann aber eben genug, dass man. Dass das Minecart das verteilt, weißt du, dass das wirklich ein großer Ofen ist. Oh, also ein Minecart-Ding, also, okay. Der halt wirklich richtig durchschreddert. Oh. Die Frage ist, wohin? Wir brauchen ja erstmal nur den Ofen, weil das Gebäude, das können wir ja, das könnte ich auch im Livestream machen. Mhm. Ja. Ist die Frage, machen wir das in das Gebäude hier? Da wollte ich ja eigentlich eher die anderen Farmen reinmachen. Welche anderen? Kakaobohnen, alles was du nicht so automatisieren kannst. Ja gut, das macht dann eigentlich mehr Sinn. Ja. Wolltest du das wirklich bis hier drüber ziehen? Ja. Eigentlich wollte ich wollte dir hier voll den netten Tunneltorbogen bauen. Da gibt's ein kritisches Problem. Manchmal spawnen die Pillager bei einem Raid hier drin. Oh. Die sind neulich alle in diesem Käfig hier gespawnt. Oh. Das ist nicht bestimmt nur am Käfig. Naja, wenn das, also das heißt, es könnte jetzt passieren, dass wenn man das jetzt hier zubaut, dass das ein Spawnbereich ist. Oh. Dass sie dann im Haus spawnen. Und diese Pillager-Beast-Viecher können auch bestimmte Blöcke kaputt machen. Oh. Ja, aber das ist doch wahrscheinlich nur so lange so, wie der Dorfmittelpunkt da unten ist, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Dorfmittelpunkt ist, ob das wirklich ob die Dorfmitte anerkannt ist als die Glocke, die da steht. Mhm.
Oder wo der prozentual die Dorfmitte ist von dem Bereich, in dem die ganzen Villager hausen. Ja gut, das müsste man vorher dann nochmal ausprobieren. Ja, das Haus baue ich ja eh noch nicht. Nee, ja, wie gesagt, aber das ist es da, das ist es halt. Das heißt, wo knallen wir das Ofending hin? Könnten wir das nicht als... oh, hier hast du ja auch ein bisschen was abgeerntet. Hier hinten bauen? Warte. In Richtung... Ja, aber willst du, dass da so eine Fabrik steht? Na gut, okay, das ist natürlich... Da könnte man natürlich auch halb... okay, gut, das ist echt ein bisschen ungünstig. Warte, ich bin ausgetan. Wenn man... wenn man Herrn... Es ist nicht leicht, ne? Nee, der kommt hier nicht hin, einfach nur wegen der Pillager. Ah ne, die kriegen ja eh eine Mauer. Ja, dann haben wir Ruhe. Ja, ich meine, wir können das Ding natürlich auch vorne auf die Insel bauen. Also hier, weißt du, wo eh der Hafenbereich entsteht? Mal gut, Hafenbereich natürlich auch. Ja, ich bin mir eben auch nicht sicher, weil eigentlich kommen ja hier die Ställe rauf und da wären wir schon platztechnisch. Boah, hab ich hier doch gerade noch einen Pillager gesehen. Ja, friss ein Ei. Friss ein Ei. Ich hab dem Pillager gerade ein Ei zugeworfen. Das ist aber nett von dir. Hey, meine Frage, wollten wir jetzt eigentlich noch einen Raid machen? Ja, können wir. Abwechslung, weil ich glaube, einen Raid haben wir. Schon haben wir den Raid überhaupt mal auf eine Aufnahme gemacht schon mal? Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Glaub nämlich nicht. Weil ich will dann nämlich noch keine Villager hatten, weil die Villager habe ich ja auch Screen geholt gehabt. Glaub nämlich nicht. Ich finde keinen Ort. Ich will erst und das lässt mir keine Ruhe. Wir machen es halt wirklich an die Mauer vom Pillager-Ghetto oder also ein bisschen abseits, aber das ist nicht, dass wir nicht so nah sind am Spawn, also nicht so nah sind am wie heißt es, am Zoo, dass wir da nicht so nah dran sind. Also weiter im weiter in also hier hin oder was? In Richtung Tower, in Richtung Tor nach hinten hin. Zur freien Fläche, zur großen freien Fläche, in die Richtung. Ja. Da hinten baue ich aber noch was. Das ist ein bisschen blöd, wenn wir da was hinstellen. Na gut. Ja, Pillager, ich bin gleich wieder da. Ich meine, wenn wir den Ofen aussehen lassen wie ein Wohnhaus, ne? Ja. Also statt einer Fabrik. Ja, dann geht das ja eh. Dann können man. Was hältst du von hier? Warte, ich muss mir kurz aus meiner Essenskiste was zu Schnabulieren holen. Schnabulieren? Ja, mein Charakter hat nur 3 Hungerkeulen. Nein, Hunger. So. Oh Gott. Hierhin. Oh. Ein schönes Häuschen, weil wir müssen ja schauen, dass mal ums Brandenburger Tor unsere Stadtmitte machen. Ja, gut. Und die Felder brauchen wir so oder so nicht mehr. Ja gut, ich würde trotzdem, denke ich, trotzdem irgendwo ein kleines Feld... Ja, natürlich, außen rum können wir das ja dann... Wollten wir ja eh machen. Ja. Aber mitten in der Stadt, mitten im Feld ist... Ja gut, okay, ich kann das so umsetzen. Auf der einen Seite kann man ein Teich. Mache ich das dahin, das ist so ein kleines eingezäuntes Feldchen, das dann alles... Genau. Ja, deko-technisch sind die ja voll geil. Ja, auch vor allen Dingen, sowas ist das, was da ist halt effizient, aber das, was hier ist halt echt nicht so effizient, aber es ist halt Deko. Es halt einfach, sieht halt einfach schön aus. Mhm. So, auch ganz das heißt, ich muss mich jetzt hier mal leer machen, weil wir machen jetzt einen Raid oder ja, also wir müssen halt erstmal ein paar. Jojo, das kriegen wir hin, aber ich leg natürlich hier meine Sachen ab. Weil... Wir bräuchten bitte 6 Stück mit Bannern. Dann machen wir das jetzt nochmal. Ja, damit du glücklich bist und... Ja, hast du überhaupt schon mal einen Raid gemacht? Ja, mit dir. Relativ am Anfang sogar. Stimmt, aber das war glaube ich nur ein Level 1 oder 2 ja Maximum. Das weiß ich nicht. Im Horror war das nicht. Also ich Die Frage jetzt ist jetzt, wo habe ich meine Rüstung hingepackt?
Das gute alte. Ich finde meine Rüstung spielen nicht. Übrigens, ich habe drei Zack und. Oh, Totem auf Undying werde ich eh gleich mal in die Hand nehmen. Ja, warte. Ich kann dir sagen, wo die sind. Deine Rüstung. Die ist mal wieder ausgeliehen worden, weil du sie mal wieder in der Kiste rumliegen hast lassen. Und wer hat die ausgeliehen? Wer wohl? Weiß ich nicht. Wer hat sie wohl beim letzten Mal ausgeliehen gehabt? Das weiß ich auch nicht. Mr. Bambus. Mr. Bambus. Ehrlich jetzt? Alter, diese Sch... Nee, ich sag dazu jetzt nichts. Bist du kaputt? Ja, Gott sei Dank waren es Schalker-Kisten. Ah, okay, gut. Ja, dann geht das. Schalker-Kisten sind in Ordnung. Aber ich habe jetzt hier zum Glück durch einen Raid habe ich eine Protection 4 Rüstung. Hm. Was natürlich dann passend ist, oder? Ja, das wäre natürlich ganz herzallerliebst. Huch, weil das behalte ich mal. Echt immer. Ich grade dich später noch ab, also dass dann noch Protection 4 und Dorn draufkommt und so. Mhm. Mach ich dann noch. Ah ne, was kann ich doch eigentlich jetzt machen? Viel ist das ja nicht. Ja, mach's jetzt, weil ich muss ja hier unten eh noch ein bisschen. Ja, genau. Reinigen. So, ich hole mir dann Bücher. Hatte ich nicht bei dem noch Bücher gehabt? Das weiß ich nicht. Ups. Warum habe ich 5 Crafting Tables bei mir in der einen Kiste rumliegen? Ich craft ihm halt jedes Mal neu, das ist das Problem. Ja gut, die kann man ja auch immer als Dekor nehmen. So. Wenn hier unten natürlich nicht richtig ausgeleuchtet ist, wundert mich das nicht, dass hier immer Viecher spawnen. So, 7 Emeralds. Reicht das, um mir das alles zu kaufen, was ich will? Villager, komm her. Nein, du bist der falsche Villager. Dich brauche ich nicht. Nein, du bist auch der falsche. Ey, die tauschen auch immer jedes. Tauschen, wann die können, tauschen die scheiß Plätze. Das ist echt. So, dich brauche ich. Genau. Jetzt kaufe ich mir jetzt ein Bookshelf für 1. Für einen Emerald. Mach dann daraus 3 Bücher. Genau. Ich brauche nur 2 Bücher davon, aber ist ja egal. Unbreaking war drauf, oder? Unbreaking? Wo? Auf der Chestplate, die ich dir gegeben habe. Dann fehlt nur noch ein Memory. Schutz und Haltbarkeit. Okay, gut, dann brauche ich nochmal den Villager mit. Da packe ich mal die Protection. Protection. Wo ist Protection her? Der Protection-Knecht. Ja, ich kann ja eigentlich schon mal schnetzeln gehen, oder? Ja. Rüstung an, müsste alles funktionieren. Ja. Eigentlich habe ich keine Zombies. Der Protection, wo bist du denn? Punch, nein. Der Protection sind die das. Nein, das sind Frostwalker. Hm. Bist du das? Ja! Yeah. Yay! So, Marmelu. Wer kennt's nicht? So. Oder? Was? Alte Marmelu. Ja. Das hat der Mensch ja gerade bei mir gesagt. So. Ich gehe mal zu dir und hol mir kurz die Rüstung ab, oder? Ah nee, ich hab doch noch eine zweite davon. Oh. Ja, ich hab davon wirklich 2 Stück mit Protection 4 und Unbreaking 4. Ich finde 3. Keine Banner-Heinis. Born. 13 Level. So. Oh, Goldboots. Richtig edel. Hallo, ich bin hinter dir. Moin. Hinterher, hier kriegen sie ihre neue Rüstung. Abgegradet. Eine neue. Abgegradet auf alles, was geht. Auf alles ist immer gut. Naja, das ist alles, was man drauf packen. Was haben wir denn da? Dornen. Jetzt habe ich wieder überall Dornen drauf. Ja, das ist doch richtig so. Richtig so, ja. Ich habe auf meinen Schuhen noch nicht mal Dornen. Da habe ich Dornen. Da habe ich fast alles, Alter. Ja, ich weiß, müssen 6 Stück sein. So, oh, da ist Banner, Heini. Okay, dann muss ich mir auch noch einen Dorn holen auf meine Schüchen. Sammelst du die Banner von denen eigentlich noch? Ich hab 3 16er Stacks oder so bei mir rumliegen. Also reicht noch nicht, oder? 4. Die kannst du ja als Vorhänge benutzen. Handtuchdeko, Alter. Oh. Stackweise. So. Also einen haben wir schon mal. Handtuchdeko.
Mensch, welcher war denn das jetzt? War das der hier? Nee. Doch, der hier war das doch gerade. Ja, genau, bei dem habe ich mir das auch gekauft. So. Oh. Da ist ein Creeper, den wollen wir nicht. Komm, Banner, Heinini. Perfekt, so. 12. Ey, warum kostet das eigentlich immer so viel, diese Verzauberungen? Als wenn du jetzt zu wenig Level hättest. Ich habe jetzt nur noch 10. Oh. Ja gut, okay, ich hatte gestern hatte ich 45. Dann habe ich meine Rüstung verzaubert. Irgendwie spawnen die nicht. Dann ist meine Hose auch noch kaputt gegangen und dann ging halt nochmal so 13 Level bei drauf. Wenn dann immer eher so auf einer Seite bleiben und dann muss ich auf der anderen Seite spawnen können. Nicht so in Kreise drehen, weil das macht es nicht besser. Ja. Weil dann haben die nämlich keinen Platz, wo sie spawnen können. Das ist es halt. Ich habe nur selbst noch nicht mal einen totem Wandering dabei. Klugscheiße. Boah, das ist nicht so gut. Warte mal, du hast eine Schalker-Box in der Truhe. Alle. Ich habe total viele Schalker-Boxen in der Natur. Oh. Da habe ich meine ganzen Erze drin. Ich habe eine ganze Schalker-Box nur für Erze. Was? Ja. Ich habe 2 für Enchanting-Bücher. Was? Damit ich die nicht kriege oder was? Ja, guck mal hier rein. Hm. Warte. Guck mal da rein. Elytra. Und was? Drachenköpfe? Ja. Fuck, da brauche ich auch welche für. Ja, ich hab ja 7 Stück, also weißt du jetzt weißt du wie viele Schalker, wie viele Lytras ich gefunden habe. Hm. Weißt du, wofür die Drachenköpfe geil wären? Für die Figur oben auf dem Brandenburger Tor. Oh.